Diese Lieder, die haben mich damals gehört, aber ich habe die dann jetzt in die Welt geschickt vor vielen, vielen, vielen Jahren und viele Leute haben die dann als ihr eigenes angenommen. Es ist schon ein bisschen anders, ein bisschen anderer Stoff, ein bisschen anderer Schnitt und so, aber das Wesentliche und das Kern von dieser Sache ist absolut treu geblieben. Also jeder, der zum Beispiel Reaching Out liebt, kann jetzt mitsingen. Wir haben versucht, jede Kraftmeierei zu vermeiden. Wir haben versucht, alle Klischees zu vermeiden, alles Modische irgendwie rauszunehmen, sondern einfach nur die Songs zu spielen mit guten Instrumenten, fantastischen Instrumentalisten, mit all der Dynamik, die die brauchen, mit allen Farben, die sie brauchen, aber es vor allem in erster Linie nicht so überzuproduzieren, sodass Kay sehr stark im Mittelpunkt stehen kann, dass die Texte und die Lieder sehr stark im Mittelpunkt stehen können und dass wir glauben, dass sie vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise als damals die Seele berühren. Ruft doch Gott zu dir, sehnsucht dich, sehne mich nach Antwort, schreie durch die Nacht, sag wozu lebe ich hier, warum lebe ich hier? Gott, wenn du da bist, zeige deine Macht, sag wozu lebe ich hier, warum lebe ich hier? Ach, an Kay gibt es unheimlich viel, was man an ihr schätzen kann. Es fängt bei den Cookies an und hört bei der Liebenswürdigkeit auf und bei der Tatsache, dass sie eine Kollegin und eine Freundin gleichzeitig sein kann. Weit über 20 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist schon mal was. Wow, wenn ich bedenke, wie er sich entwickelt hat mit den Jahren. Natürlich nur, weil wir zusammengearbeitet haben. Ja! Das Besondere an dem Album ist, dass es die Kay abbildet, wie man sie am ehesten kennt und erwarten würde, nämlich inmitten von einer Schar wirklich guter Musiker, bewaffnet mit fantastischen Liedern. Dann haben Floyd und ich entschieden, also wir möchten nicht da stehen bleiben vor 20 Jahren mit dieser CD, sondern wir möchten einfach da anknüpfen, wo diese Lieder aufhören und dann weitergehen. So, wir haben drei neue Lieder drauf.